Wolltest du eine Messi so ins Gesicht hören? Ich hab mich voll gefurzt heute Nacht. Du hast gefurzt und ihm ins Gesicht. Ach so, ja doch. Hab ich vergessen. Hier decken wir den Tisch. Wir machen jetzt Frühstück. So, warte mal, die Tür zu hier. So. Guten Morgen, lieber Vlog. Es ist Samstag. Wir waren schon auf dem Weg Brötchen holen gerade. Hier im Tante-Emma-Laden, wo wir immer hingehen. Meine Nase juckt. Moment. Und dann war zu. Sonst hatten die immer nur samstags zu. Jetzt haben die samstags und sonntags zu. Und wir haben aber nicht genug Brötchen und Brot, um für heute und morgen zu frühstücken. Und deswegen ist der Papa jetzt eben zu einem anderen größeren Laden gefahren, da kann man nicht, also wollten wir jetzt nicht hinlaufen, da wären wir über eine Stunde unterwegs gewesen. Und wir beide decken jetzt schon mal den Tisch. Gell? Und die Mama hat heute ihr super T-Shirt an, was Papa und Calvino mir geschenkt haben. Der Papa hat heute Daddy Gong T-Shirt an. Ich wollte euch noch erzählen, wir waren ja gestern schwimmen, wie das war. Ne, dann haben wir den Vlog zu Hause gelassen. Und Olivia war das allererste Mal im Schwimmbad hier in Ungarn, in diesem, wo wir halt immer hingehen. Das ist so ein kleines Schwimmbad. Was erzähle ich euch gleich? Ich decke jetzt eben den Tisch, wir frühstücken und dann erzähle ich euch das in Ruhe. Ja, so, wir nehmen jetzt das hier als Tablett. Das ist nagelneu, das hat Bernd gekauft. Für Olivia zum Planschen, weil nichts anderes zu finden war, so ein Poolfuß-Dings. Aber das ist halt, wie gesagt, komplett neu. Ein Tablett. Und schaut mal, unser Kühlschrank, der ist jetzt rappelpappel voll. Wir brauchen nur noch immer frische Sachen. Salat, Brot oder sowas. Sonst haben wir alles, ne? So, und da packen wir jetzt alles rein, Molly. Haben wir alles? Wir brauchen auf jeden Fall Mayo und Ketchup, ne? Das ist immer wichtig für den Papa. Saft nehmen wir. Dann nehme ich ein Mineralwasser, dann mache ich mir eine Schorle. Ja, der Papa, was nimmt der für einen Saft? Der Papa nimmt eigentlich Pfirsichsaft. Haben wir keinen angefangen mehr. Nehmen wir ein bisschen Paprika. Ich kann noch Nudeln machen. Ich wollte gerade Schwimmmaschine machen. Ja, jetzt kannst du mit Livia spielen. Oder mit Livia die Spülmaschine? Nein, ich mache die Spülmaschine, will du mit ihr lieb haben. Ihr habt Urlaub zusammen, ihr müsst die Zeit genießen. Die sind auf dem Kühlschrank, diese Tüte mit Gedöns, meinst du? Die wir hier geholt haben. Ach so. Gute Frage, keine Ahnung. Sind die im Zimmer? Ich suche gleich mal. Erstmal Spülmaschine muss ich ausräumen und ich habe auch Wäsche wieder gewaschen. Das mache ich jetzt aber als erstes, weil die Waschmaschine hat immer voll lange hier gebraucht. Die Einstellung, diese Seite, da dauert das Programm 3-4 Stunden und diese Seite nur eine Stunde. Deswegen, ja, jetzt geht die schneller. Ich weiß nicht warum, mir läuft mir voll das Wasser raus und alles auf die Wäsche. Egal, das mache ich jetzt als erstes, aufhängen und neue anmachen und dann mache ich den Rest hier. Die Hunde. So, ich habe jetzt eben unser Bett, nur die Spannbettlaken einmal gemacht, weil wir so geschwitzt haben, als es so heiß war. Und jetzt sieht es hier so aus bei uns. Hallo Daddy Gong. Da haben wir so ein bisschen Büro. Molly ist hier auch im Homeoffice. Und ich wollte noch erzählen, erstmal wollte ich erzählen, dass wir heute einen ruhigen Tag machen. Geh mal gucken, dass Murphy ist da reingegangen. Murphy! Der ist bei anderen ins Zimmer reingerannt. Und genau, wir hatten jetzt jeden Tag irgendwas immer zu tun. Wir hatten Termine fürs Auswandern gedönt, haben uns gekümmert, haben eingekauft. Und heute haben wir gesagt, das ist der erste Tag, wo wir hier bleiben und versuchen zu chillen. Versuchen, denn jetzt sind wir ja schon, wie lange sind wir denn jetzt hier? 5 Tage oder so. Jetzt habe ich natürlich schon Wäsche. Muss ich waschen. Ich habe das Bett bezogen, habe ich schon gesagt. Also ich mache halt auch so ein bisschen Haushalt. Aber ich mache das gerne. Das ist für mich so meditativ. Ich freue mich dann zum Beispiel, wenn Bernd passt auf Livia auf. Und ich kann das einfach ganz in Ruhe machen, ne? Wenn die dann so mal irgendwas sagt. Also
auf den Arm will oder so, dann weiß ich, er kümmert sich darum und das ist mega Entspannung für mich, wenn ich dann alles ordentlich habe und ich kann heute Abend ins frisch bezogene Bett, da freue ich mich. Genauso wie ich mich über meine neue Tasse freue, die wir gestern gekauft haben. So, das war das eine. Jetzt war das andere. Genau, das erzählt die Livia euch. Nein. Wir waren gestern im Schwimmbad. Es waren Calvino, Livia und ich schwimmen. Wir haben extra für mich einen Badeanzug gekauft, womit ich mich auch super wohl gefühlt habe, obwohl ich mich in meiner Figur zurzeit noch nicht wohlfühle. Das habt ihr gesehen gestern in dem Vlog, mich in Tränen ausgebrochen, als ich Bikinis anprobiert habe. Aber in diesem Badeanzug habe ich mich echt wohl gefühlt. Und dann haben wir auch einen Schwimmring geholt für Livia, weil ich wollte halt gerne einen haben, dass ich sie... Ich habe mich einfach sicherer gefühlt, ne, den dabei zu haben. Aber Bernd hatte recht, ich hätte ihn nicht gebraucht. Wir waren im Schwimmbad angekommen. Bernd war ja mit Smurfy hier geblieben, weil wir Smurfy hier nicht alleine lassen in der Pension. Deswegen gehen wir immer getrennt schwimmen oder Ausflüge machen. Und es war das erste Mal Schwimmbad für Livia. Und das ist so ein kleines Schwimmbad. Da gehen wir immer nur die letzten 3 Stunden. Das kostet dann 10 Euro Eintritt. 110 Euro? Nein, also umgerechnet 10 Euro Eintritt. 3.500 Forint. Livia ist ja noch umsonst. Was suchst du denn? Die Knochen. Ach so, ja, wir hatten so Leckerchentüten geholt, aber irgendwie sind die unauffindbar. Smurfy ist am Boden zerstört. Der läuft und läuft. Ihr fragt immer nach seiner Pfote. Es geht ihm super. Ist nichts mehr. Hat er gestern diesen Schnuller bekommen? Smurfy, komm mal hier. Damit läuft er die ganze Zeit rum. Zeig mal deinen Schnuller. Zeig mal fein. Oh, hast du einen feinen Schnuller, Smurfy? Zeig mal. Super. Süß. Genau, diesen pinken Schnuller hat er als Spielzeug bekommen. Da war ein Quietschi drin. Quietschi ist schon kaputt, aber er spielt gerne damit. So, jedenfalls waren wir dann für 3 Stunden im Schwimmbad. Calvino ist sofort reingesprungen. Ich habe Livia fertig gemacht, also Schwimmwindel und so alles. Und ich, schlechte Mutter, ich habe auch noch ihr Dings vergessen, ihr Schwimmshirt. Gerade angekommen im Schwimmbad. Ich war völlig genervt, weil es so heiß war. Ich habe so geschwitzt wieder. Die Fußwanne. Die habe ich als Wäschekorb benutzt, die Fußwanne. Smurfy, komm mal hier. So, genau. Da hatte ich nämlich ihr Schwimmshirt vergessen. Es war so heiß, aber da ja schon nachmittags war, habe ich gedacht, naja gut, sie war in diesem Schwimmreifen, war nur so leichte Sonne. Es ist alles gut gegangen. Ich habe da aufgepasst. Ging auch ohne Schwimmshirt zum Glück. Ja, und dann bin ich mit Livia ins Wasser gegangen und sie war erst sehr argwöhnisch. Hat nicht geweint oder so, aber war auch nicht begeistert. Es war einfach so ein Emotions... Also nicht traurig, nicht glücklich, einfach so aufmerksam. So argwöhnisch, was ist hier los? Und dann sind wir rausgegangen, Livia und ich hatte so 3 Liegen zusammengeschoben. Es war fast gar nichts los in dem Schwimmbad. Bernd, du musst, glaube ich, mal... Smurfy, der ist da. Ja, komm mal hier. Zwischen den Füßen, okay. Jedenfalls habe ich 3 Liegen zusammengeschoben, habe mich mit Livia da hingelegt, habe sie gestillt, da ist sie eingeschlafen. Die lagen so, dass ich sie genau sehen konnte am Becken. Und so, und dann ist sie halt eingeschlafen. Ich habe sie schön eingemummelt, alleine zugedeckt. Alleine liegen lassen, weißt du, das hört sich an. Ich war genau daneben im Becken. Ja, auch. Die Leute glauben das noch. Natürlich war die Aufsichtspflicht zu jeder Zeit gegeben. Ich bin dann in dieser Ecke, also wo Livia lag, auch selbst wenn sie wach geworden wäre und sich gedreht hätte, wäre sie nicht reingefallen. Wie gesagt, ja. Hör doch auf. Wie gesagt, das war ganz schlimm. Da sieht man meinen halben Kopf in meinem Mund. Da. Reicht doch, Daddy Gong. Mit deiner Tukan. Das ist ein Tukan und kein Pelikan. Jetzt hat die das vom Etty. Ich weiß, den Schnuller vom Etty. Ne? Die teilen sich den Schnuller. So, genau. Also es war überhaupt gar kein Risiko, dass sie da geschlafen hat. Und ich bin dann in die Ecke in den Pool gegangen und habe mit Calvino gespielt. Und das war auch mal richtig schön. Konnte ich richtig schön mit Calvino mal toben, quatschen. Dann haben wir noch 2 englischsprachige Teenager beobachtet und belauscht. Das war richtig schön. Und dann ist Livia wieder wach geworden. So, ich glaube, eine Dreiviertelstunde hat die geschlafen. Wir konnten richtig ausgiebig die Zeit nutzen. Und dann
bin ich nochmal mit ihr ins Wasser gegangen und dann fand sie es richtig toll. Dann war sie ausgeschlafen, satt und zufrieden. Dann hat sie so patsch, 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 patsch gemacht ins Wasser. Dann hat sie jedenfalls richtig Spaß gehabt. Und das war richtig schön. Und als wir nach Hause gekommen sind, da hatte der Bernd hier den Tisch gedeckt und hatte Essen gemacht. Das war ein richtig Entspannungsnachmittag gestern. Ich war richtig erfrischt danach. Es war vorher immer so total, wir haben immer geklebt. Livia hat geklebt vom Schwitzen, ich habe geklebt vom Schwitzen. Und dann immer dieses Stillen und Kuscheln, das war mega anstrengend die ganzen Tage. Aber gestern, das war ein richtig schöner, entspannender Ausflug. Wollte ich mal gesagt haben. Und danke fürs leckere Essen. Der Bernd hat richtig schön den Tisch gedeckt, so mit den Reis in Förmchen mit gemacht. Mit Besteck, sonst essen wir nur mit Händen. Und Gläsern. Normal trinken wir aus der Flasche. Machen wir wirklich oft. Vom Boden. Wir essen vom Boden. Mit Tisch gedeckt. Essen immer beim Hund. Näpfe. Geht schneller. Ja, aber das war ein richtig schöner Nachmittag. Und ich hatte ja den Vlog zu Hause gelassen, habe ich schon erzählt. Deswegen wollte ich es erzählen. Jetzt machen wir weiter. Und jetzt ist wieder deins. Hier. Dein Handventilator. Oh, schmeckt der? Ich guck mal, ob ich die Schwalbenbabys einfangen kann. Aber auf jeden Fall eine Schwalbe. Da, oh, die sind schon richtig groß geworden. Der Bernd hat gesagt, den einen Tag haben die schon Probeflug gemacht. Plapp! Da ist der Punkt und schaut euch an, wer da aufpasst. Bei dem Kakaofen. Eltine Smurf. Aber die machen immer Flugübungen und so. Und ihr habt mir geschrieben, Schwalben bringen Glück. Das kann man ja immer gebrauchen, ne? Aber das sind nur zwei Babys, nicht drei. Eine ist wahrscheinlich unterwegs, weil es sind. Oder aufgefressen, tot. Mhm. Ja! Hi! Ja! So, der Daddy Gong baut jetzt da hinten den Sonnenschirm auf. Und dann geht's ab, ne? Dann geht's ab in der Pulle Pulle. Ja! Wir haben hier so wiederverwendbare Wasserbomben und Wasserpistolen, haben wir aus Deutschland alles mitgebracht. Und ja, wir versuchen gerade den, oder Bernd, diesen Stab da rein zu hämmern. Nein, nicht kaputt machen. Nee, deswegen ja, damit Molly Schatten hat. Sag mal, wir sind bereit, ne? Wir sind schon im Schwimmoutfit und warten. Ja, nicht, dass er wegfliegt, deswegen habe ich gedacht, aber alles gut. Willst du die Hose anlassen oder? Jetzt sieht sie aus. Ja. Ach, du hast das so hier gemacht. Ja. Tada. Soll ich noch abkeschern eben? Lalalala. Der Schirm ist schon wieder weg. Der hebelt halt das weg. Ja, ich komme. Jetzt ist voll sauer. Ich hab das heute frisch gemacht, das Wasser. Ich möchte ja nicht rein, weil das richtig ist oder so. Ich habe einfach keine Lust. Die ist voll erfrischend, voll geil am Po mit dem Luftpolster. Ja, die hat ist wirklich wie so ein Kissen da unten, ne? Ich hol mal den Kescher. 50 Pfennig. Ich hab mal einen Kescher geholt, weil da immer so viel Zeug reinfliegt. Und ja, wenn wir nächstes Jahr einen großen Pool aufgebaut haben, können wir das ja auch benutzen. Das sieht echt süß aus, wie du in dieser Badewanne mit ihr bist. Ja, als wenn die zu klein wäre, die Wanne für mich. Unser Riesenpool. Komm, Brudigong. Aber zur Erfrischung ist es super, also. Ja, schon dreimal für die gemacht. Danke, sagt die Morla. La 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 la. La 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 la. Aber sie hat Spaß. Nimm mal die großen Viecher noch da weg. Ja, du hast Spaß, da grinst du, ne? Ist das schön? Bist du baden? Hey!
Oh, meine Uhr muss ich abnehmen? Ja. Wo spritzt du mir denn hin? Ja, ist gut. Hallo. Oh, sollen wir uns auch eine Badewanne zu Hause hinstellen? Da passen wir alle rein. Alle drei zusammen. Achtung. Oh. Das versteht sie noch nicht, ne? Sonst könnten wir ja auch eine in die Hand geben. Waren wir das nicht gut? Guck, man muss immer nur das Beste draus machen und positiv denken. Guck mal her mit deinem Ärmchen. Brauchst du die Bälle hier? Die Wasserbomben. Ui. Coole Erfindung. Ne? Voll perfekte Höhe, oder? Darf gar nicht mehr Wasser drin sein. Nee, super. Schöne Erfrischung. Sie hat Spaß mit den Wasserbomben. Jetzt teste ich mal, wie weit man mit diesen... Die sind vom Action-G-Wasserpistolen, ne? Ich glaube 1,99. Echt jetzt? Kommt ja ganz der Wasser rausgelaufen. Ja. Die kleinen 5 Stück für 1 Euro sind besser. Ja, lass mal voll laufen. Voll laufen? Ja, kaputt. Mal einen Deckel drauf und dann heb hoch erst. Da ist ein Loch im Deckel extra. So schnell schießen wahrscheinlich. Also, ist gut, ja. Ist das dicht? Da. Ist das? Oi? Ist es oi? Oi dicht. Wie wir! Deine Ärmel, sollen wir die mal abschneiden? Sie findet das klasse, ne? Blub, 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 blub. Ich teste jetzt, wie weit ich schießen kann. Ja, warte. Da hör meine Maus. Wir machen die Ärmel hoch, umkrempeln. Ich kann nicht greifen, sagst du. Nee. Das sind ihre Flossen. Sie möchte auch so eine Schwanzflosse haben. Gibt es doch für Mädchen, wie so ein... Ja, guck, siehst du, wie sie haben. Ich gieße ein bisschen. Wie am Strampeln ist. Mhm. Livia! Papa abschießen. Achtung. Morla, bist du ein Gangster? Geld her oder ich schieße. Nicht zu uns, Molly. Ah, falsche Richtung. Molly, Suizid, Molly. Nein. Oh, Ameisi, Meisi. Komm her. Vielleicht beißt sie dich. Da muss ja der rote Punkt an sein, oben rechts. Oder oben links irgendwo? Ja. Oh. Echt jetzt? Nein. Du kriegst eine Ameise gebissen. Zur Strafe. So lässt sich's aushalten bei 30 Grad, ne? 34. Ne, 30 haben wir heute. Morgen ist 34. Ach, morgen ist 34, ja. Morgen wollen wir zum Wochenmarkt. Mhm. Hast du schon mal geguckt in Kap Dalantoti, wie das Wetter 50%. Ist? 50%. Gewitter. Ja. Ja. Muss ich gleich nochmal gucken. Wann 50% ist? Wenn wir da Dings essen, Langosch. Ich nicht. Mach ich nur mal. Molly, du auch Langosch, schön frittiert. Die saugt mal das Fett raus. Sagt sie. So wie Maggie Simpson erinnert sie mich mittlerweile manchmal, wenn sie an irgendwas an. Und Smurfy ist Knecht Ruprecht. Braucht nur eine Katze, die Snowball. Es fehlt uns auch noch eine Katze mit auf Reisen. Jo. Wir haben schon immer so viel Katze, zum Katzen, Kümmern. Katzenklo. Und dann noch eine Katze. Ja. Die kann ja dann nicht, die kannst ja nicht laufen lassen, wenn du auf Reisen im Auto. Bist. Katzen bleiben ja eher zu Hause. Jo, im Auto frei. Auf der Armatur vorne. Am Dach so. Und dann bremse ich. Die fehlt uns noch. Auch noch so anhänglich wie Smurfy. Immer auf ein, im Bett bei uns. Sie sagt, sie ist, glaubt sie, fertig, weil es ist schon recht fresh. Ja. Ne, Molly? Dann sag ich mal tschüss für heute. Ich bin jetzt weg. Für heute? Für jetzt. Für jetzt. Nein, den roten. Oh. So, vielleicht können wir uns ja nachher mal ein bisschen hier in unsere Liegestühle legen. Das haben wir nämlich
noch gar nicht gemacht, diesen Urlaub. Gestern im Schwimmbad lag ich ein bisschen, aber da war schon nicht mehr die Sonne so präsent. Was hat er jetzt gemacht? Darf ich den mal probieren, deinen Saft? Was ist da alles drin? Zeig mal, ich mag ja auch so verrückte Mischungen. Sieht schön aus. Sieht man nicht. Wow. Wenn ich das mal andersrum drehe, so, wenn das Licht kommt, so sieht der aus. Schön. Fehlt ein Strohhalm, ne? Bräuchten wir hier. Boah, der schmeckt wie Bacardi mit Ananas. Wie nennst du deinen Cocktail? Arsch. Arsch? Mit Kirsche noch drin. Arsch mit Kirsche. Arsch mit Kirsche. Etti geettet, Morla. Prost. Prost. Wie willst du dir, oder? Wie willst du den Titi kommst? Gerade auch, hat sie immer genuckelt, genuckelt, genuckelt und dann hat sie so ganz schnell hochgeguckt. Und dann habe ich mal Kuckuck gemacht und hat sie sich kaputt gelacht. Mhm. Aber du. Immer die Hände im Mund. Nee, aber immer dran riechen machst ja, du immer. Ich rieche dran, aber ich stecke sie im Mund. Steckt mir sie auch nicht in den Mund. Carino findet einen Käfer und probiert sie sofort. Die habe ich genau gesehen im Wald. Hasse. Pass auf, die tun ordentlich weh, wenn du sie ins Schnäuzchen dann schreist. Warum magst du den Liegestuhl nicht, Calvino? Weiß ich auch nicht. Als Kind rausgefallen ist. Das, ne? Das stimmt doch auch wieder gar nicht. Was hast du denn für ein... Da ist hier nur Quatsch, der Bernd. Maulkorb. Oh Molly, was soll die Mama denn anders machen als ich? Außer die was die wohl? Geben. Was wohl, aua, sagt sie. Was wohl? Die Mama hat die Sie schläft jetzt voll. Hier ein. Komm her. Ja, was machst du denn? Komm her. Ja. Du bist ein Wirbelwind. Ja. Sagt sie, ist schon ganz schön arg müde jetzt. Es war alles sehr anstrengend. Die musste ja auch toben im Wasser, dich beschäftigen, mich beschäftigen. Alle beschäftigen. Danke, Molly, dass du uns so schön beschäftigen willst. Wäre ja fast langweilig. Oh, diese Ruhe, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Sie sagt, sie mag die Ruhe nicht. Sie mag gerne ihren eigenen Ton hören. Gleich fallen wir beide hin, Livia. Dann schreien wir beide. Und dann? Wolltest du denn Etty so ins Gesicht? Ich hab nicht voll gefurzt heute Nacht. Du hast gefurzt und ihm ins Gesicht. Ach so, ja doch. Hab ich vergessen. Ja, Mann, das kann noch mal passieren. Vorher ist ein voll auf Schienbein gestampft. Ja, wir haben ein Bett, das ist 1,40 Meter. Das ist halb so groß wie unser normales Familienbett. Da lacht sogar die Mutter. Ja, zu mir. Weißt du, was ich für einen logischen Haken also, ich teile mir 70 cm mit ihr. Ja, und ich habe 5 cm. Mit ihm. Ich habe die Hälfte von der Mutti, da das Handy, auch. Was da noch offen vor dir liegt, weil hochlädt, hell, ich schon aufkrebs. Boah, liege ich da so wie Y auf der Holzkante.
Und der fuhr zu, ich falle fast raus. Und dann ist er über mich drüber gestampelt und dann auf Schienbein. Und auf. Bin angekackt. Pass mal auf! Und, dann, pff, und der Hund, die lässt du also, soll ich die Geschichte mal von meiner Seite erzählen? Das Murphy lag, also Bernd lag breitbeinig und Murphy hatte sein Köpfchen auf Bernds besten Stück. Mich so, mit Vollmond, guck mich so an. Ich wollte, dass du das nimmst. Nimm hier, ich schenk's. Wird wieder ausgespuckt, sagt sie. Iss mal weiter, Mairo. Ja, Kopf nach vorne. Ja, bin dabei. Wollen wir das so. Lagerfeuer machen, Molly? Der Calvino will das nicht. Ja, Stockbrot, also, jetzt habe ich keinen Teig gemacht. Brauche ich auch nicht. Ich hätte gerne Stockbrot. Also jetzt sag doch. Wir haben auch kein Mehl. Ja, wir können gerne, wir haben kein Mehl. Nein, doch. Wir haben nur Stärke und Maisgrieß. Weil wir nicht wissen. Erzähl aus deiner Variante weiter. Der Etty hat aber einen Boden gelogen. Nein, der hat den Kopf. Jetzt guck, jetzt ist ihm das peinlich. Jetzt dreht er den Kopf weg. War er nicht, sagt er. Lag an deinem besten Stück mit dem Kopf zwischen deinen Beinen. Sie lag halt in der Hälfte von meinen 70 Zentimetern. Geschwitzt wie ein Stück Kohle. Heiß. Hat den nass geschwitzt. Ich musste pinkeln, hatte Nase zu, wollte Nasenspray nehmen. Ja. Bin über dich drüber gekraxelt, auf mich drauf ganz gestampft. Vorsichtig, weil ja in der Mitte von unseren 70 Zentimetern ist diese Holzleiste, weil das ja zwei Betten zusammengeschoben sind. Und wenn man da drauf geht, macht das Geräusche des Todes und dann wird sie wieder wach und dann muss ich sie stillen. Dann kann ich nicht auf Toilette gehen. Da habe ich gedacht, dann lieber auf den Bernd, der heult leise, der Vorsicht. Bernd. Ja, und weil das so anstrengend war und ich so einen großen Schritt im Halbschlaf machen musste, ist der Furz halt rausgekommen. Etty, die Läppchen. Genau an Ettys Face. Die Ohren nach hinten umgeschlagen. Sorry. Alle Nasenhaare weggebrannt. Das war nicht mit Absicht. Und dann kam er wieder, dann ist Mama weggegangen, er legt sie zu mir und hat so von ihm dann gehört. Er auch noch gemacht. Der hätte keine Zigarette anzünden dürfen. Ja. Bevor der ganze Raum in Feuer ausgewesen. Eigentlich wollte ich euch das hier zeigen, bevor wir diese ekligen Geschichten erzählt haben. Bernd hat nämlich wieder lecker Essen gemacht. Bratkartoffeln mit Speck, leckeren Kopfsalat mit leckerer Soße. Ja. So, ihr Lieben. Oh, ist sehr dunkel, sorry. Wir hatten jetzt gerade die Abendrunde gemacht und ich wollte jetzt nochmal hier durchlüften, unsere Zimmer. Es geht ein leichtes Lüftchen heute. Und bei der Abendrunde habe ich euch auf Instagram mitgenommen ein bisschen, habe euch ein bisschen die Gegend gezeigt. Gut, ihr Lieben, ich würde den Vlog jetzt hier beenden, hier auch noch das Fenster aufmachen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!